Und eine Frage noch, die Schredder-Affäre ist ein Thema, wo es vor allem auch darum ging, dass zum Beispiel Peter Pilz gestern gemeint hat, er möchte eine Sondersitzung haben und gleichzeitig die ÖVP würde quasi Staat und Partei miteinander vermischen. Jetzt haben Sie 2017 bei einer Werbeaufnahme oder bei einem Werbespot mitgemacht, der im Bundeskanzleramt aufgenommen wurde. Hat dafür die SPÖ Miete an das Bundeskanzleramt bezahlt oder wie läuft das eigentlich dann ab? Also kann ich Ihnen sagen, ich war 2017 für den Wahlkampf nicht verantwortlich. Ich war nicht Teil des Wahlkampfteams und kann Ihnen nicht sagen, wie die organisatorische und finanzielle Gebarung des Wahlkampfes und der Bundespartei zu dem Zeitpunkt war. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt verantwortlich und ich werde jetzt dafür sorgen, dass wir Sozialdemokratie einen sauberen und sparsamen und fairen Wahlkampf machen werden. Also ist Ihnen Trennung zwischen Staat und Partei sehr wichtig? Das ist wichtig. Das ist natürlich wichtig. Und wenn wir hier die Schredder-Affäre haben, dann haben sich hier wirklich sehr viele Fragen aufgetan, die beantwortet werden müssen. Die müssen vom Altkanzler beantwortet werden, die müssen von der ÖVP endlich beantwortet werden. Wer hat das beauftragt, diese Vernichtung? Was war auf diesen Datenträgern drauf? Wie viele waren es? Zuerst war es nur einer, jetzt sind es fünf. Wie viele waren es wirklich? Woher stammen diese Datenträger? All diese Antworten gibt es noch nicht. Die Menschen haben die Wahrheit verdient und die ist rasch auf den Tisch zu legen. Frau Dr. Rendi-Wagner, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. So.